Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic, wo der Fiepucki und ich uns dazu entschieden haben, ein, wie haben wir das nochmal genannt, Scrapball-Spiel zu veranstalten. Scrapball, ja. Scrapball. Ich bin jetzt hier aber runtergefallen mit der Maschine. Die Maschinen sind schon gebaut. Damit kann man sogar Bäume ausreißen. So sieht das aus. Soll ich dir helfen, Fiepucki? Ja, steuer du den mal. So. Das ist die hier vom Fiepucki. Mit Greifarm. Juhu! So. Gut, das ist da der Scrapball. Genau. Kannst du den nehmen? Ja, das geht, das geht. Aber ob du das kannst, wenn ich so schnell dahin fahre, ist die Frage. So. Ich kann es nicht. So, Fiepucki startet von hier. Das ist unser Ball, ja? Oh Gott, ey. Und ich soll wirklich fahren? Ja, klar. So. So, und ich fahre auch mal zurück. Ob ich das überhaupt kann? Das kann ich gar nicht so. Das dauert bei mir ein bisschen länger, ne? Oh nein! Für diese Situation habe ich okay, noch... Okay, jetzt geht's los, ja? Nein, ist klar. Für diese Situation habe ich noch keine Möglichkeit. Halt! So. Scheiße, okay. Ja, geht los? Okay. Und los. Oh, Scheinhorn hier. Ah, shit. Scheibenkleister. Mega Action hier. Oh, du hast den verkeilt. Ja, jetzt ich aber. Hab den verkeilt. Ach, sehr gut, sehr gut. So geht das auch. Nein, komm. Nein! Nein! So, und jetzt nur noch hier links durch. Nein! Nein, warte! Scheiße! Gleich habe ich ihn. Nein, verdammt! Ach, Mist! Come on! Du schaffst es! Nur noch da reinschieben. Nein, falsche Richtung. Nur noch da reinschieben. Nein. Los. Nein. Ja. Ah, nein, verdammt, vorbeigefahren. Ah. Nein, nein, komm. Nein, kein Eigentor. Ja, doch, nein. Eigentor. Ah, scheiße. Komm, jetzt ab. Wo bin ich denn jetzt lang gefahren? Ey, ich glaub's einfach nicht. Mist. Ja! Ja, ich hab ihn gerettet! Juhu! Oh Gott. Das Tor muss schon von der anderen Seite ausgemacht werden, Fiepucki. So. Oh Gott. Ja! Yeah. Wenn's bei mir nicht so laggen würde, ne? Oh nein, der Fiepucki kommt. Haha, dann eben. Nein, andere Richtung. Oder. Komm. Ja! Nein! Scheiße! Nein! Aus! 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 Ach, Mann. Ich bekomme einen Wurf. Ach, shit. Und du da mit deinen Raketendüsen. Ja, ich dachte, jetzt versenke ich ihn, verdammt. Ja, okay, das heißt, Fiepucki hat eine Ecke. Warte, ich crafte kurz noch einen neuen Ball. Oh nein! Oh. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wir spielen bis 2-0, oder? Oh Gott.
eigentlich ganz einfach. Jetzt muss ich erstmal mein Ding wieder aufstellen. So. So. Wo ist denn der Ball überhaupt? Ach, da hinten. Ja, jetzt habe ich es ausgeschaltet, okay. Ja, genau, okay, von da aus hat Fipuki jetzt den Ball. Na super. Okay, los. Ja, ich versuch's gerade. Ganz vorsichtig, weil wenn ich zu viel mache, lande ich auf einmal hier plötzlich ganz, ganz tief weit unten. Ja, Fipuki ist gehandicapt, aber. Oh. So. Okay, es geht los, ja? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Siehst du mich mit Ball? Nö, du bewegst dich noch nicht. Ah, jetzt. Oh, okay. Jetzt frage ich mich gleich, wo ich landen werde. Nö, bewegst dich noch nicht. Fährst irgendwie auf der Stelle. Ja? Ja. Warum das denn? Ja, keine Ahnung. Ja, los! Ja, der Ball liegt ja immer noch. Ja, ich versuch's. Was für ein Fail, echt. Oh, du Schande. Warte. Das ist irgendwie Fipuki. Da liegt er doch gar nicht. Ja, warte, ich muss hier hochfahren. Also ich bin dafür, dass mit der Ecke, da müssen wir eine Regeländerung machen. Fipuki hat dann 10 Sekunden Zeit, denn stell dir vor, im Fußball soll jemand Ecke schießen und der kriegt das nicht hin, den Ball zu treffen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh nein. Sekunde. Wird sofort behoben. Ja, ich guck mal, ob ich dem Fipuki helfen kann. So. Achso, du holst es gerade schon hoch, oder? Ja. Warte, jetzt habe ich das für dich gemacht. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich habe das für dich geholt. Achso, warte mal. So steht da viel besser. Ich verstehe nicht, wieso meine Maschine immer noch so rückwärtig fährt danach. So, nochmal ausprobieren. Na gut. Ist ja jetzt eh gegen die Regel. Ja. Läuft. Läuft. So. Das kann eh noch ein bisschen dauern, ne? Kann nur noch um Stunden handeln. Ach nee, der Ball ist viel zu klein. Ja, wollen wir einen größeren nehmen? Ja, finde ich. Okay, dann. Warte mal. Wo ist denn hier? Das heißt nicht Ball wie Pucki, das heißt Scrapball. Ein Scrapball, ja. So, okay. Hier hast du. Ah ja, cool. Aber nee, der ist jetzt auf dem Boden fest verankert, weißt du? Ist er? Das geht nicht. Ja. Ah. Das war ja der Hintergedanke. Ja, genau. Ich bin schon böse, oder? So, okay. Hier haben wir aber noch einen Ball. Den spiele ich einfach von hier aus. Nee, warte. Ja, eine Ecke von dir aus und dann ist klar. Nee, der ist nicht verankert. Fipuki, nimm mal den hier. Oh Gott. Okay, ich komme. Vielen Dank für den Service. Okay. Ey, das war ja richtig geil. Weil du drauf gestanden bist, konnte ich mich orientieren, wo ich bin. Ah, sehr schön, sehr schön.
Da soll ich. Ich komm lieber raus, Hilfe. Ja, jetzt hier. So. Okay, welcher ist es dann? Der da, ja? Okay, ja. Dann sage ich jetzt einfach mal 10 Sekunden. Ab jetzt hast du den zu nehmen. Was? Ich muss mich erstmal richtig hinstellen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. So. Jetzt habe ich den, glaube ich. Ja, nee, hast du nicht. Die habe ich nicht. Das wäre gemein, oder? Wenn ich jetzt lügen würde. Ja. Alles, komm. Okay, sehr gut. Oh, Backe. So. Ich krieg den schon noch. Niemals. Ja, ich würde sagen, das erste Tor entscheidet. Und wenn ich dich ins Tor rammen muss. Bin ich jetzt umgefallen? Nee, du stehst noch. Schon. Na gut. Nein! Nein, ich bin ausgestiegen! Sehr gut. Nein! Yeah. Ja! Jetzt musst du aus eigener Kraft wieder rauskommen, ne? So. Ey, ja, der Ball ist wieder frei! Hast du mich wieder gerammt? Ja. Nein! Scheiße! Schande! Nein! Tja, jetzt musst du ihn aus eigener Kraft wieder herholen, ne? Nein! Nein! So. Ach Mann, das... Ach Mann, das kann doch nicht so enden. Mal ein paar Meter zurückfahren hier. Mann! Solche Dinge müssten... Das fliegt ja jetzt die ganze Zeit umher und belastet irgendwie den Server. Das ist das Problem. Ich muss jetzt... furchtbar. Ja, stell dir vor, wir haben irgendwann 10 von diesen Teilen hier umherfliegen. Das muss ja... Weißt du? Ja. Ah, Mann. Wie soll ich das fangen? Da fliegt's. Fliegt es wieder irgendwo an so einer unsichtbaren Mauer? Ja, dann könnte man es wenigstens fangen, aber es fliegt gerade irgendwo umher. Die ganze Zeit hin und ja, her? Ja, wie so ein Komet. Warte mal, gleich habe ich den Ball im Tor, dann können wir ja weitersehen. Nein! Nicht, wenn ich das verhindern kann. So. Mann, was für eine Folge, echt. Ich versuche, den Ball ins Tor zu bekommen und währenddessen bekommst du ein neues Auto fertig. Vor allen Dingen, dass ich dich probiert habe zu rammen und dass dann mein Auto weggeflogen ist. Oh Mann. Ah nein, nicht breit genug. So. Ah nein, ey, schon wieder so ein Superleck. Ja, jawohl. Okay, jetzt habe ich inzwischen die Greifarme. Okay, sehr gut. Oh nein, das hört sich gut an, Ah, komm! Ist ich
jetzt wieder gelöst? Nee, doch nicht. Ah, das war ja der. Da. Ja. Ah, den habe ich noch nicht. Nein. Ach, Mann. Ja, es ist irgendwie immer bei Scrap Mechanic eine schlechte Idee, einen Düsenantrieb mit einem Schalter zu verknüpfen. Ja. Und dann auszusteigen aus Versehen. Nein, ich höre was. Oh Mann, nein. Bitte, gleich habe ich's. Oh nein. Ich muss es schaffen. Nein! Ganz vorsichtig. Shit, shit, shit. Ja, ja, ich hab ihn durchgebekommen. Nein! Ja! Ja, geschafft! Tor! Tor! Naja, so hätte ich jetzt schon mal drehen können. Hey, so ist es ja noch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Fiepuppi. Ja, gewonnen! Muss ich neidlos anerkennen. Trotz meiner Superlegs. Irgendwie bei dem ersten Mal, wo er was macht. Bei der ersten Funktion quasi. Ah, das ist gut. Deine Maschine scheint nicht zu penetrieren. Diesmal ohne Düsenantrieb. So. Jetzt hör dich auf zu drehen, du Rad. Es ging einfach nur darum, den Ball da wegzukriegen. So, und hier steht die Siegermaschine. Ja, jetzt funktioniert das auch wieder. Oh Mann, echt. Irgendwie beim ersten Mal, wo man das aktiviert, so ist jedenfalls bei mir, hat er quasi so einen kompletten Durchlauf. Gleich dürft's aufhören. Hör auf! Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt irgendwie. Jetzt funktioniert's wieder. Naja, okay. Ach, Mist. Wie Poki hat gewonnen. Ja, verdammt. Jawohl, endlich. Oh, endlich Mann. Mal gewonnen. Ja, trotz Megalex. Ich bin gespannt, ob man irgendwo hier mein Flugzeug noch sehen kann. Schon herrlich. Voll geil. Ja, war irgendwie eine lustige Folge. Er muss nur noch ein paar Performance-Verbesserungen haben, dieses Spiel, dann könnte man echt so viele mega geile Sachen mitmachen. Ja, also was man alles an Minigames hier sich ausdenken könnte. Richtig cool. Ich habe auch die Idee gehabt, so eine Seilbahn zu machen, so eine Art Seilbahn. Ah, das ist auch cool, ja. Und dann hat man halt so eine Maschine mit so einem einzelnen Rad ganz oben, das dann auf so eine Führung entlang fährt. Ah ja, ja. Und so nach oben bringt. Ah, das ist cool. Nicht so wie der Fahrstuhl. Ja, der Vorteil bei so einer Seilbahn ist, dass die nicht im 90-Grad-Winkel hochfährt, sondern seicht und so ist immer ein Widerstand da. Genau. Ja, das ist nice. Das können wir dann vielleicht in der nächsten Folge als Projekt anerkennen. Okay. Jawohl, cool. Dann
belassen wir es dabei und ich wünsche euch lieben Leuten einen schönen Tag und sage bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.